War of the Valka. So, weiter geht's. Und wir wollten ja jetzt in dieser Folge mal hier reingucken, mal sehen, was uns da erwartet. Ich will aber erstmal vorne gucken, ob da die Zombies alle weg sind, weil wir wurden ja doch hier ganz schön überrascht. Da vorne ist noch ein Zombie, den nehmen wir mal weg erstmal. Auch wenn er uns wahrscheinlich überhaupt nicht gefährlich werden würde, aber. Hallo? Ich habe das Gefühl, das dauert hier länger nachzuladen. Yay, wir haben Fahrradschloss. Genau das, was wir brauchen. Oh, guck mal, hier mit Garage und so. Hä? Cool. Da liegen wir aber. Ach, sind hier viele Zombies. Ey, wir haben nicht genug Pfeile. Verfluchte Kacke. Ist zwar alle die ganz schön, aber kriegt die ja nicht alle weg und da kommt schon die nächste. Wir müssen echt nur nach Federn suchen. Und vielleicht sollten wir das Haus da oben erstmal nehmen. Hab das Gefühl, das überleben wir sonst nicht. Vielleicht muss man echt mal eine Keule machen in dem Spiel. Vielleicht muss ich mir echt mal eine Keule machen, aber die geht nicht doch. Ob die nur so effektiv ist, ich glaub's ja nicht. Bin mehr für Pfeile. Aber ich habe echt das Gefühl, hier gibt's nicht allzu viele. Oh, drei Motoren. Finde ich gut. Der Zombie hat mich nicht bemerkt. Finde ich auch gut. Dafür hat mich die gerade gesehen oder was? Ah, warte. Sechs Federn. Mann, hör doch auf. Ja, Holzkopf, wa? Habe ich gleich gehört. Nicht mal was Schönes bei, wenn ich schon mit der Keule arbeite hier. Sollte ich vielleicht öfter machen. Zumindest bei ein, zwei Zombies sollte ich vielleicht die Keule nehmen. Das reicht vielleicht denn auch. Und ich vergeude nicht so viel Munition. Was vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Entweder übersehe ich hier sämtliche Nester oder hier gibt es keine. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Mais haben wir genug. So, gucken wir doch mal beim Haus hier. Ach, guck mal, er schon wieder. Plonk. Teamwork. Nur, dass er nicht zuhaut. Hat er mich gerade gehauen? Du Vogel, Alter? Da haut er mich. Ja, wohl nicht wahr sein. Haha. Okay, hier ist auch viel los anscheinend. Ich habe keine Kraft mehr. Oh oh. Oh, nur sammel doch mal Energie. Die Knüppel gefunden. Geil. Ich habe nicht auf dich geschossen. Alles gut. Toll, trefft ihn nicht. So, mach doch mal die Tür auf hier, ey. Man sieht das so schnell und hier dauert es voll lange. Oh. Die Eisenachse scheint nicht schlecht zu sein. Die sollte ich vielleicht eher als Waffe nehmen. Und noch jemand hier?
Warum geht denn die auf mich los? Na! Nein. Hauptsache, ihr habt Spaß. Die hättest du nie treffen können. Aua, sag mal, ich krieg immer eine ab, ey. Schnauze voll. Oh, da hinten ist jemand. So, ich weiß nicht, was da draußen gerade los ist, aber... Ich hoffe, Paula kümmert sich darum. Oh, eine Machete, aber leider so eine kaputte. So, klopf mal nicht ans Haus, das wird schon wieder dunkel. Danke. Die lebt noch, Kollege. Aber ich helfe gerne. Sollten wir das Haus vielleicht erstmal nehmen hier. So als ersten Standpunkt. Dass wir uns vielleicht ein bisschen aufrüsten können. Wir haben zwar keine Tür mehr, aber das soll nicht das Problem sein. So, erstmal den Zombie hier aus dem Weg, ey. Ist ja eklig. So, gucken wir mal um. Doch, echt gemütlich hier aus. Was haben wir hier? Ah, Eisentool. Okay, lesen. Für eine Pickaxe aus Eisen. Sehr schön. Ist da noch eine drin? Gut, lese ich 2. Ah, bin ich gleich auf Level 3. Das ist okay. Das finde ich gut. Hier ist natürlich nichts. So, machen wir mal ein Woodframe, war und eine Tür, würde ich sagen. Damit wir da unten erstmal so halbwegs sicher sind. Haben wir eine Fackel? Wir haben keine Fackel, ne? Und wir haben auch noch kein Stoff und kein Tierfett. Okay. Das ist ein Problem. Dann legen wir das mal. Das Schloss brauche ich auch nicht. Hier spielt eh keiner mit. Eisenpennies brauchen wir auch nicht. Die bringen nämlich gar nichts. Und den können wir auch zerlegen. So, haben wir noch ein bisschen Schrott. Die setzen wir mal hier ein. Die waren drehen, so nicht. Egal. Dann bleibt sie halt so stehen. Wird früh genug eingerissen. So, jetzt kann ich mit denen... Mit denen kann ich nicht aufbauen. Okay. Dann muss ich echt den Hammer jetzt nehmen, ja? Hier machen wir mal. Ja, mit dem Hammer klappt das. Okay, ist gut zu wissen. Na ja, gut, Eisen wäre jetzt nicht so wichtig gewesen. Und die Tür sollten wir vielleicht nicht aufwerten, weil die kriegen wir selber nicht auf. Ist der ein bisschen doof. Dann schmeißen wir noch hier mal unseren Schlafsack erstmal hin, ne? Achso, mit Nama geht das natürlich auch nicht. Komm, nehme ich die Steinachse, ich hab hier sowas. Ja, und die gehen viel schneller, diese Scrap-Metal-Teile. Oh, ein schönes Essen. Fischsuit. Achso, man kann auch hier angeln irgendwie. Strawberry Jam. Hau rein. Kann nur gut sein. Ja, das war gut. Kochtopf können wir mal mitnehmen. Bisschen Licht haben wir ja da, aber nicht viel. Schlafsack hatten wir gebaut. Das finde ich sehr schön. Dann können wir den nämlich schon mal hier hinlegen. Auch wenn ich das Haus jetzt nicht als optimal ansehe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie kann man denn 19? Draußen sind aber Zombies. Irgendwo ist hier ein Zombie. Wo bist du? Da ist er. Bitch! Ups. Bitch. Bitch. Nicht mal was bei. Toll. Dieses Ding, die Ding, die Ding geht gleich vorbei. Das ist einfach nur, weil ich irgendwas erreicht habe. Ah, gut. Nicht so gut. Jetzt muss es aufhören. Danach. Jetzt gleich. Jetzt. Oh, schön.
Warum läufst du da lang? Frage ist. Gut, ich mag Nahkampfwaffen nicht so. Aber solange ich genug Pfeile habe, muss ich das machen. Ja, das war ja wie in Hollywood hier. Ja. Ah, toll. Hat deine Mami noch Butterbrote gemacht, ja? Bevor du zum Zombie geboren bist. Hm. Ein paar Patronen, sehr schön. Nichts, wunderbar. Irgendwo höre ich schon wieder was. Lange keinen KI-Spieler mehr gesehen. Zwei Pfeile noch. Ernsthaft? Damit lege ich mich nicht an mit den Dicken. Ach schön, hier so am Teich. Am See. Irgendjemand hat mich gesehen. Ah, da unten. Den sollten wir ja weglaufen können. Hoffe ich mal. Zumindest, solange keine Nacht ist. Hat schon abgelassen, war ja. Also wenn ihr Vogelnester seht, könnt ihr mir ruhig Bescheid sagen, ja? Also bin da nicht abgeneigt. Und was heißt denn das Zeichen da unten? Heißt das wirklich, wir haben einen Beinbruch? Weil so dolle Rennen können wir auch gerade nicht. Sollten wir vielleicht vermeiden. Was ist da hinten? Das sah aus wie so eine Burg gerade da mit diesem Turm und so. Aber es ist auch so ein Häuschen. Okay. Was haben wir da hinten? Überall so kleine Häuser hier. Ich finde es schön. Ah, halt. Ich habe dich gesehen. In letzter Sekunde. Ach komm, Alter. Kann ja nicht wahr sein. Ich glaube, es dauert noch, bis wir da unten reinkommen, weil mit Pfeilen, das sieht echt nicht gut aus, wa? Weil ich gehe da nicht ohne Pfeile rein. Aber mit 3, 4 Pfeilen geht da nie. Das muss nicht sein. Wie können wir noch machen? 6. Naja, haben wir 9 Schuss. Hm. Für den ersten Tag echt mickrig, muss ich mal sagen. Wir müssen vielleicht mal in dieses Biom da unten reingehen. Ob wir da mehr Glück haben. Schneebiom bringt auf jeden Fall mehr. Oder man sieht sie da besser. Irgendwo war ja da noch der Dicke, wa? Müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass wir jetzt gleich in die Latsch kriegen und dann Feierabend ist. Obwohl unser Bett ist ja da, ist ja gut. Ich weiß übrigens gar nicht, ob man hier dann auch Stamina und so verliert. Weil in meinem Test bin ich noch nicht gestorben. Und ich hatte wesentlich mehr Pfeile. Ja, so ist das schön. Das finde ich doch schon mal viel angenehmer. Ich mache eine Teestube auf, habe ich langsam das Gefühl. So viel Tee, wie ich schon bei haben müsste. Was leuchtet denn da? Sind auf jeden Fall zu viele Zombies, um da jetzt runter zu gehen. Oh, da auch. Also mal eine Nachtwanderung ist hier schwierig, glaube ich. Und die dann auch noch zu überleben. Habe ich so ein Gefühl. So, wir könnten uns da oben aber erstmal ein paar Kisten machen und unsere Taschen leer machen, wa? Wir haben ja nur doch schon ein bisschen was in der Tasche. Wollen wir ja nicht alle mitschleppen. So, komm Baum, fall um. Okay.
Ich mache mir mal kurz einen einfachen Verband, weil ich glaube, ich bin hier so verletzt irgendwie, ne? Wo ist denn Stoff? Da. Ich hoffe, zweimal reicht für einen Verband. Ich mal gleich gucken, soll mal. Aber reicht. Auch fertigen. Und geht dieses Kratzer-Ding da weg? Nö. Brauche ich dafür so einen Verband, aber das würde ich jetzt nicht opfern. So, die Sachen können wir mal kurz zerlegen. Ja, weiß nicht, ob der was bringt. So, was haben wir noch bei? Hier im Baum können wir eigentlich pflanzen mal kurz. Ja, und die Machete, ob sich die überhaupt lohnt, hier mitzunehmen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall finde ich es sehr dunkel gerade. Könnt mich ja täuschen, aber ich finde es sehr, sehr dunkel. Wie sieht es denn hier mit Licht drin aus? Alter, voll hell. Warte mal, können wir hier vielleicht ein bisschen... nee, Quatsch. Bisschen am Gamma rumspielen. Einfach nur, damit wir ein bisschen mehr sehen. Ist ja sonst so dunkel, ey. Muss ich mir daran denken, am Tag dort wieder ein bisschen runterzustellen. Cool. So gut ist das auch noch nicht, wa? Was ist das? Ja, schon mal ein bisschen besser, oder? Schön wäre, wenn man jetzt noch schlafen könnte. So, bauen wir uns mal ein paar Kisten. Und dann müssen wir sehen, dass wir irgendwie Fackeln bauen können. Damit wir uns das hier ein bisschen heller machen können, damit wir hier nicht so bescheißen müssen. Ist nämlich ohne gut, so. Oh. Drei Kisten. Ich würde sagen, die hängen wir mal da oben ran, damit da keiner rankommt. Und die machen wir mal so Essen rein und Tee und hier das schimmelige Brot und Ditte und Ditte und Ditte und... Trinken kann auch erstmal rein, brauchen wir jetzt nicht. So, mittlere haben wir mal so die Ressourcen rein, war hier ein bisschen Geld. Davon würde ich die Hälfte eigentlich gerne behalten. So, das kann darin, die Schaufel brauche ich im Moment nicht, das brauche ich nicht. Taschenlampe, ja, okay. Papier kann da erstmal rein, da haben wir noch Tee. Ja, und die nutzlosen Sachen packen wir erstmal da rein. So. Die Keule nehmen wir aus Versehen mal mit. Und dann schmeißen wir hier noch die Tee und die Eier rein und dann ja, den Kochtopf auch erstmal, oder? Obwohl, wir könnten uns gleich mal ein Lagerfeuer machen, damit wir kochen können. Auch wenn wir noch nichts haben. Aber machen wir den hin. Da bringt ist der Kühlschrank doch hier eigentlich schon mal ganz gut, oder? Kann ich das da ups, aufstellen? Ja. Haben wir unsere Küche hier oben. So. Kann der Kochtopf auch gleich darin, ne? So. Und dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Und es war schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Könnt ihr mal sagen, was er zu dem Modpack sagt? Vielleicht kennt ihr ja auch noch ein geileres. Vielleicht kann ich das ja auch mal ausprobieren. Ja. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.